Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch aus Knetbeton eine Lichterstadt bauen. Dieses Projekt hat mir sehr gefallen, weil es wirklich wie ein kleines Designerstück sich entwickelt hat und nicht nur basteln war. Ihr braucht dafür ein Nudelholz, ihr braucht ein Maß dafür, ihr braucht Abstandshalter zum Ausrollen für den Knetbeton, damit ihr immer gleichmäßig die Dicke erreicht, die ihr haben wollt. Die Hölzer waren mir etwas zu dick. Ich habe einfach die Einsätze für den Heißkleber genommen und die gefallen mir am besten für die Dicke vom Häuser ausrollen. Ihr könnt Kartons nehmen, ihr könnt einfach auch mit einem Geodreieck arbeiten, ihr könnt euch vielleicht schon vorher Pappform ausschneiden. Das ist euch überlassen. Ich habe jetzt einfach diese Häuser wirklich so Pi mal Auge, wie sie mir gefallen, wie der Knetbeton gerade so hinkam, rausgeschnitten. Ich habe 4 unterschiedliche Knetbetonhäuser ausgeschnitten mit verschiedenen Winkeln von den Dächern. Also, dass sie auch ein bisschen verschieden aussehen. Einmal ein ganz spitzes Dach, einmal ein etwas flacheres Dach. Und ich finde gerade das macht die Häuser dann aus, dass sie so unterschiedlich sind. Ich habe das Glück gehabt, dass ich auch schon mal mit Leder genäht habe und ich habe dafür Stanzwerkzeug für diese Lederarbeiten gehabt. Und dieses Stanzwerkzeug, das benutze ich jetzt für meine Knetbetonhäuser. Mit dem Wasser könnt ihr schon mal alles ein bisschen rund machen, ein bisschen versäubern, ein bisschen glatt zeichnen. Und mit dem Stanzwerkzeug geht das super rauszudrücken, die Fenster rauszudrücken, gleichmäßig und die Form, die ihr haben wollt, ja, herzustellen. Ich habe einfach mal 6 Fenster genommen, einfach mal nur 4 Fensterchen genommen. Also das ist wirklich ganz kreativ, wie ihr die Fenster anlegt. Hier habe ich auch noch mal diesen grauen Knetbeton, den versäuber ich jetzt gerade. Und als Tipp, ich würde die Häuser auch schon auf so eine Pappe legen, dass ihr nachher diese ganze Pappe zur Seite legen könnt und nicht noch mal die Häuser hochhebt, weil die dann ein bisschen instabil sind durch dieses Rausdrücken der Fenster und Türen. Also dann schön liegen lassen, so könnt ihr die hin und her dran. Dann ist noch ein bisschen weiß und grau übrig geblieben. Das habe ich mir einfach zusammengedrückt und habe aus den Resten noch Anhänger gemacht, schon für Weihnachten, die man überall dann an die Kekse ranhängen kann oder auch für weitere Projekte. Was ich fand, man brauchte 2 Tage, dass sie wirklich schön durchtrocknen. Aus einem alten Bauholzstamm habe ich, als ich den rausgesägt habe, ist da mir ein Stück rausgebrochen. Das Stückchen nehme ich jetzt einfach als Untergrund, als Insel für meine Häuser. Ihr seht, ich habe 5 verschiedene Größen von Häusern. Das größte Haus stelle ich mir einfach in die Mitte und ich stabilisiere. Ich habe immer so Bauklötzchen, die ich für alles benutze, auch wenn ich bohre. Die sind super geeignet für solche Sachen. Die stabilisieren praktisch die Häuser alle. So kann ich sie alle da dran lehnen und die können jetzt schön mit dem Kleber antrocknen. Ihr könnt auch Heißkleber nehmen. Ich habe da Montagekleber als Kleber benutzt. Aus Zapfen habe ich einfach Baumkronen geschnitten und die Dächer klebe ich aus Kaffeelöffeln, aus Mundlöffeln. Und aus Ringen aus Holz, weil ich diese Kombi Holz und Beton ganz toll finde. Im Hintergrund seht ihr schon, die kleinen Bäumchen habe ich aufgehängt. Ich habe ein bisschen Moos rangeklebt. Ich habe Altholz rangeklebt an die Häuserwände. Also ich finde, die sind wirklich toll geworden. Und in die Mitte, wo das Bauholz vorhin als Abstandshalter gedient hat, habe ich jetzt einfach die Lichterkette, den Anschalter reingetan. Man sieht ihn nicht. Und dann braucht man das nur noch umherdrapieren, die Lichterkette. Also mir gefällt mein kleines Designerstück sehr gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Über einen Daumen würde ich mich freuen und über ein Abo natürlich auch. Tschüss, eure Ursula.